Na, kein Blödsinn machen. Zähne putzen. Ja, du Okay. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade dabei, Mittagessen zu machen. Heute gibt es Burger. Meine ist ja jetzt in der Schule schon Mittag. Und ich habe mir von HelloFresh einfach Hähnchenburger mit geschmolzenem Käse bestellt. Und ich habe auch schon einen Karottenkuchen gezaubert. Tada! Und ich kann ja gleich schon mal mit einem Tipp beginnen, denn ich liebe diese Kartoffeln wirklich. Die kommen zum Beispiel beim Grillen oder wenn ich Geburtstage feiere oder sowas. Und ich mache die zum Abendbrot, kommt es immer richtig gut an. Ich schnibbel immer mit Schale Kartoffeln in solche Spalten, mache Olivenöl ganz viel drüber, Knoblauchpulver und Rosmarin und ein bisschen Salz. Und dann kommt das für 40 Minuten in den Backofen, bis die Kartoffeln so ein bisschen braun werden am Rand. Es ist unfassbar lecker. Und wenn man das noch mit einem Quark macht, den Quark auch ein bisschen, also so einen ganz normalen Kräuterquark mit Knoblauch würzt. Leute, ihr seid die Helden auf jeder Grillparty. Zumindest war es bei mir immer so. Diese Kartoffeln sind immer sehr, sehr schnell weg. Und ich habe dieses Rezept auch noch von einer Freundin übernommen. Genau, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Mittagessen. Für mich gibt es Burger mit Kartoffelspalten. Und Juna kriegt noch die restlichen Nudeln, die es gestern gab. Und dann muss ich heute noch eine Kündigung schreiben. Und zwar nämlich für für Junas Kita. Wieso, weshalb, warum? Das erkläre ich euch später in Ruhe. Ich mache jetzt erstmal das Mittagessen fertig und dann melde ich mich nochmal. Also bis gleich. Kuchen ist fertig. Ich kann euch immer das Rezept für den Thermomix unten in die Infobox packen. Ich glaube aber auch, dass ihr den ohne Thermomix machen könnt. Ihr müsst halt immer noch gucken, dass ihr die Mohrrübe irgendwie gerieben bekommt. Ansonsten, dürfte es auch ohne Thermomix funktionieren. So, die Kinder spielen gerade oben in ihren Kinderzimmern, worüber ich übrigens auch sehr dankbar bin, weil es gerade ohne Streit funktioniert. Und aktuell ist es ja bei uns so, dass sie sich ständig zanken, man ständig irgendwie dazwischen gehen muss. Erst recht dann, wenn man 2 Sekunden den Raum verlässt, dann geht es direkt los, aber jetzt gerade ist Ruhe. Deswegen habe ich gerade mal die Zeit genutzt und ein paar... Habt ihr das gehört? Hat ganz schön gerumst. Deswegen habe ich die Zeit genutzt und habe mal meine Post sortiert. Und unter anderem war auch ein Paket von Hasbro dabei. Und es ist auch nicht ein wirklich kleines Paket. Mit Hasbro arbeite ich eigentlich schon zusammen, seitdem ich die Synchronrolle bei My Little Pony in dem Kinofilm hatte. Worüber ich übrigens immer noch sehr, sehr stolz bin, muss ich sagen. Ich meine, wann bekommt man mal die Chance in einem Kinofilm synchron zu sprechen. Jedenfalls hat mir Hasbro ein Paket zukommen lassen. Ich sehe schon was. Okay. Oh, wow, das ist voll schön. Also einmal sind 2 Bücher hier drin. Wäre das jetzt ein Notizbuch gewesen, hätte ich sofort gesagt, okay, es ist meins. Weil es voll schön aussieht. Aber es ist tatsächlich ein Comic. Mega geil. Ist das eigentlich vom Kinofilm? Jetzt haben sie das Klavier für sich entdeckt. Und da waren noch 3 Heftchen mit drin, mit einem Stickeralbum. Auch richtig süß. Ach, das ist so ein Sammel-Panini-Stickeralbum. Auch nicht schlecht. Oh, und ich sehe schon. Wie geil. Okay, das Hauptprodukt, um was es, glaube ich, eigentlich geht, sind diese süßen Figuren. Aber es sind nicht nur einfach Figuren, sondern es sind Figuren mit Farbwechsel, wie man hier unten auch sehen kann. Da wechselt es den Schweif, wenn man das ins Wasser hält. Man sieht, wir haben ja alle hinten so einen weißen Schwanz. Und wenn man das ins Wasser hält, dann bekommen die Farbe. Werden wir die doch mal direkt auspacken und austesten. Bevor ich das aber mache, wollte ich euch nochmal auf die Regenbogentour aufmerksam machen. Ich war ja beim ersten Tourstopp mit meinen Kindern bei Deichmann in Berlin dabei. Und ich habe euch mal in die Infobox einen Link reingesetzt. Da könnt ihr sehen, wo die Regenbogentour noch alles ist. Und ich kann euch ja schon mal so viel verraten. Pinkie Pie ist live dabei. Zum Anfassen, zum Knuddeln, zum Fotos machen. Für alles. So, inzwischen habe ich manchmal meinen Lieblingspony ausgepackt und zwar Pinkie Pie. Und ich überlege gerade, die sind doch eigentlich ideal auch perfekt für die Badewanne, oder? Jetzt kommt so langsam wieder die Badewannenzeit. Wir gehen jetzt alle Richtung Herbst. Da sind die ja wohl perfekt dafür, oder? Juna, guck mal, wir haben neue Ponys zugeschickt bekommen. Ist hier. Jeder erstmal eins und dann gehen wir erstmal zum Waschbecken, okay? Wenn man das nachts macht, dann kommt die Farbe. Woher weißt du das? Ich hab's einfach nachgedacht. Oh, du bist ja klug. Okay, ich alles klar. Ich bin ja ganz dumm. Ich kann da noch nicht waschen. Ja, okay, los. Okay, und los. Oh, geht ja recht schnell. Jetzt schon rosa. Nein. Oh, das ist ja cool, das ist ja richtig bunt geworden. Ja, jetzt deins. Oh, guck mal, es geht sofort. Zack, da ist es bunt. Oh, wie cool. Und was sagt ihr zu den Ponys? Was sagst du, Juna? Findest du es cool? Ja. Du hast den Klodeckel offen gelassen. Ja, ihr könnt die anderen jetzt auch noch holen, wenn ihr wollt. Ja, ich weiß, wer das ist.
Okay, alles klar. Also die Ponys kommen anscheinend sehr gut an bei den Kindern. Also wie gesagt, schaut gerne mal in die Infobox. Da habe ich alle Infos zur Regenbogentour reingepackt und auch einen Link dazu. Könnt ihr einfach raufklicken. Und die nächsten Daten, die jetzt kommen werden, für einmal im August ist noch eins offen und ich glaube zwei im September. Und auch zu den Farbenspielponys habe ich auch ein paar Infos reingepackt. Plus einen Link, also schaut gerne mal rein. Was? Nee, so viel, also das war's jetzt. Also die Kinder... Guck mal. Ja. Bitte. Ja. Also die Kinder spielen jetzt noch ein bisschen mit den Ponys. Ich werde jetzt noch meinen Kaffee genießen. Und dann werde ich meine nächste Post bearbeiten. Ich habe übrigens ganz viel bei Wish bestellt. Ich habe Klamotten über Wish bestellt, weil die sind ja immer da sehr, sehr, sehr günstig. Und sehen ja auf den Fotos immer richtig geil aus, dass ich mir dachte, okay... die Kinder rennen hier rum. Schon aufgeregt. Könnte man mal ein Haul drehen, ob die Sachen wirklich auch, wenn man sie anzieht, so cool sind wie auf den Fotos. Weil ich bezweifle, dass die Qualität stimmt und... Naja, Wisch halt, ne? Ich setze mich jetzt erstmal hier auf die Kante. Genieße mein Käffchen. Oh, ich habe gekleckert. Und dann geht's weiter. Oh, die Sonne ist aber auch geil, ne? Ich dachte, das ist eigentlich Herbst. Und das fängt jetzt Herbst an. Mama, machen wir jetzt baden? Könnt ihr das gar nicht abwarten? Ja. Nee, noch nicht. Wir warten noch nicht. So eine Stunde. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ich dachte eigentlich, jetzt kommt schon der Herbst und der Sommer kommt nicht mehr zurück. Aber jetzt wird es am Sonntag bis zu 30 Grad, Leute. Achtung, mein Kaffee. Okay, dann wird jetzt erstmal der Brunnen ausgenutzt. Okay, müsste ich auch mal wieder sauber machen. Eigentlich ist er nicht zum Spielen. Aber gut, okay. Eine Dreiviertelstunde später und Juna spielt immer noch mit den ganzen Ponys auf dem Boden. Ich habe übrigens gerade in der Zwischenzeit eine Story für euch abgedreht, die ich auch in meinen Highlights gespeichert habe auf Instagram. Okay. Ah, Juna! Und zwar geht es um das Thema Haarausfall. Ganz viele haben ja gefragt, wie ich meinen Haarausfall losgeworden bin, was ich tue, damit die ganzen Haare jetzt hier wieder nachwachsen, die ich verloren habe, welche Produkte ich nehme und, und. Das findet ihr, wie gesagt, bei Instagram in meinem Profil in den Highlights. Genau, schaut da gerne mal rein. Ich habe euch schon ein paar Produkte vorgestellt und eigentlich so ziemlich alle Fragen beantwortet, was ich mache, was ich nehme, seit wann ich den Haarausfall habe, seit wann er weg ist und so weiter und so fort. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr dasselbe Problem habt und, ja, das wollte ich euch eigentlich mitteilen. Badezeit! Ah, oh, die Kinder lieben es zu baden. Ich weiß nicht, wie es mit euren Kindern ist, aber unsere Kinder... Das ist nur Wasser. Ja, ist nur Wasser. Unsere Kinder hassen Duschen. Die finden das ganz furchtbar, besonders Haare waschen. So, und danach gibt es erstmal Abendessen, ja, Mädels? Und du musst noch deine Brotbüchse aus der Mappe ausbauen und dann trinken. Das kannst du jetzt schnell machen und danach ist das Badewasser fertig. Hast du denn aufgegessen? Was denn jetzt? Na super, hat er echt lange gehalten. Dritte Woche und schon kaputt. Hast du aufgegessen? Zeig mal, mach mal auf, die Brotbüchse. Ich konnte fast. Naja. Einmal abgebissen, drei Äpfel übrig gelassen. Na gut, okay. Alles okay. Geh, ich komm gleich. Zieh dich schon mal aus. Ich komm gleich hoch, ja? Bis gleich. Okay, die Kinder sind jetzt noch ganz kurz in der Wanne. Ich muss jetzt mal ganz kurz meine Wut bei euch rauslassen. Sorry. Ich habe gerade so einen Hals. Ich werde auch gleich im Anschluss, glaube ich, mich nochmal hinsetzen und ein extra Video darüber drehen, weil es mich gerade so extrem nicht belastet, ne, doch auch belastet, aber mehr nervt und sauer macht. Und zwar habe ich gerade eine Nachricht bekommen von einer Nachbarin. Von einer Nachbarin hier in meinem Umkreis, die das Jugendamt informiert hat. Die ständig irgendwelche Kommentare bei meiner Mutti kommentiert, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Sie unterstellt mir, dass ich unglaublich assi bin. Ich könnte jetzt auch meine Klappe halten und sagen, nee, ich hab nämlich solche Leute. Doch, das ist das Problem, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und Leute einem das nicht gönnen oder ein Problem mit jemandem haben, dann erstellen die sich tatsächlich ein Profil. Also dieses Profil hat kein Bild, hat keine Abonnenten, nichts, gar nichts, um woanders zu kommentieren oder mir böse Nachrichten zu schreiben, mit dem Jugendamt zu drohen. Also ich finde das so unfassbar. Wie gesagt, ich werde darauf jetzt im Anschluss des Vlogs auch gleich nochmal ein extra Video drehen. Was ist denn los? Alles okay? Die Pferde sind für euch beide. Die Pferde sind für euch beide. Nicht streiten. Ihr habt so viele Pferde und zwei Hände. Ihr kommt jetzt auch gleich raus. Ich mache euch gleich die Haare und dann gibt es erstmal Abendessen. Nur für euch jetzt Info. Also es kommt dann jetzt die Tage, vielleicht sogar schon morgen, ich weiß es nicht, ein neues Video-Thema online. Das meine ich, die streiten sich den ganzen Tag. Hört ihr das? Jetzt spritzen sie mit Wasser. Okay, Leute, das reicht jetzt. Nein, ey, wer wischt hier? Wer will hier danach wischen?
So, heute gab es mal Abendbrotessen auf der Couch. Und zwar etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Pommes, Nuggets und solche Pommes-Smileys, die aber schon längst alle sind. Was denn? Den letzten Nugget? Ja, aber ihr habt noch so viele Pommes, esst erstmal die Pommes. Da höre ich schon wieder die ganzen Muttis meckern, dass ich meinen Kindern nur Fastfood gebe. Ja, das war jetzt einfach gerade das Schnellste und es muss jetzt schnell gehen, weil Miley jetzt gleich ins Bett muss. Außerdem habe ich kein Brot mehr. Und jetzt so. Gibt es bei uns jeden Tag Pommes? Nein. Gibt es bei uns auch mal Stulle? Ja. Mit Gemüse? Nein. Ja. Ich wollte gerade sagen, hä, mit Paprika und Gurke und für dich Tomate und für Juna nicht, weil Juna isst keine Tomate. Super, wie sie zu mir hält. Einfach top. Nein, es gibt durchaus auch mal anderes Essen. Aber meistens ist es wirklich so, dass es dann, wenn ich filme, blöderweise halt eben Pommes und Pizza. Hupala, ist das runtergefallen. Und sowas gibt. Na, kein Blödsinn machen. Zähne putzen. Ja, du okay. Nein, jetzt ernsthaft. Zähne putzen. Ja. Und dann ist Bett. Ja. Juna, bitte. So, ich putze jetzt auch einfach meine Zähne. Dann putzen wir sie jetzt alle gemeinsam. Ich habe aber noch gar nichts drauf. Keine Zahnpasta drauf? Nein. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Und los. Und putzen, putzen, putzen. Ich bin da. Ich will ganz viel Schaum sehen. Ah. Ich bin da, dies. Nee, noch ein bisschen mehr. So, ab ins Bett jetzt. Machst du dein Nachtlicht bitte an? Ich bin blind. Ich werde blind. Du bist blind? Ja. Na, du bist halt einfach schon alt, ne? Ja, wirklich. Weil manchmal sehe ich nur, was verschwimmt ist. Ja? Da sollten wir mal zum Augenarzt gehen. Machst du dein Klavier mal bitte zu? So, Kinder liegen jetzt im Bett. Und ich erzähle euch gleich jetzt nochmal, warum denn Juna jetzt eigentlich nicht mehr in die Kita geht. Und zwar hat es folgenden Grund. Wir haben festgestellt, dass Juna unglaubliche Verlustängste hat. Und das halt eben seit der Trennung. Und um das alles so ein bisschen einfacher zu machen, ich weiß, hat jeder eine andere Meinung. Und viele Muttis sind halt auch der Meinung, dieses Kind muss in die Kita, es lernt da bestimmte Sachen, es kann da mit anderen Kindern spielen, es lernt halt einfach Dinge, die es nicht zu Hause lernen kann. Ich werde Juna jetzt nicht für immer aus der Kita nehmen. Aber jetzt kommen einfach demnächst so viele Veränderungen, dass ich es als Mutti einfach als Bestes gesehen habe, das Kind erstmal aus der Kita zu nehmen. Welche Dinge sich jetzt verändern werden, das werdet ihr jetzt im Laufe der Zeit noch erfahren. Ich glaube, einige können sich das auch schon denken. Ich habe auch am Anfang mit meiner Mutti hier gesessen und haben überlegt, machen wir das nicht. Aber wir sind einfach zum Entschluss gekommen, vom Bauchgefühl her wäre es jetzt einfach das Beste. Ich als Mama handle halt sehr nach dem Bauchgefühl und jetzt scheint es für mich einfach das Richtige zu sein. Auch weil ich jetzt unglaublich viel reise. Also ich bin ja den ganzen Tag da. Ne? Also ich bin ja selbstständig, ich arbeite zu Hause. Das heißt, ich bin den ganzen Tag für meine Kinder da. Aber ich bin immer noch öfter da als jetzt eine normale Mutti, die ganz normal arbeiten geht. Was kein Vorwurf sein soll. Ganz und gar nicht. Ich will das einfach nur als Vergleich aufbringen, dass wenn man das ans Jahr verteilt rechnet, ist es halt einfach so, dass ich öfter meine Kinder sehe. Deswegen habe ich mich auch für den selbstständigen Weg von zu Hause aus arbeiten gewählt, weil ich meine Kinder einfach mehr sehe. Und eine Mama, die halt eben ganz normal früh zur Arbeit fährt und Nachmittag wiederkommt oder späten Nachmittag wiederkommt, sieht die Kinder aufs Jahr gerechnet einfach weniger. Es ist leider so. Deswegen ist es nicht dramatisch, wenn ich mir ein paar Mal im Jahr einfach jetzt einen Urlaub gönne und die Welt erkunde. Ich bin, wie gesagt, trotzdem öfter für meine Tochter da, was echt wirklich, das klingt so, als wäre es ein übelster Vorwurf, soll es aber gar nicht sein. Es tut mir auch mega leid, wenn Mamis sich jetzt angegriffen fühlen. Das ist wirklich kein Vorwurf. Ich möchte halt einfach nur erklären, dass ich mein Kind ja trotzdem nicht vernachlässige und warum ich sie jetzt einfach aus der Kita rausnehme. Bin den ganzen Tag da, ich bin für sie da. Meine Oma ist, wenn ich nicht da bin, für sie da. Und wir haben einfach zusammen entschieden, dass das jetzt der richtige Weg ist. Auch halt wegen den Veränderungen, die jetzt demnächst kommen. Genau, wir werden jetzt auch die Juna da abmelden. Es war jetzt erstmal so eine Probezeit, seitdem Miley in der Schule ist. Und ich glaube, Juna hätte auch ein tierisches Problem, jetzt in die Kita zu gehen, ohne Bezugspartner, also ohne Miley in die Kita zu gehen. Sie hing die ganze Zeit an Miley. Sie wollte mit Miley spielen, sie wollte sich von Miley nicht trennen. Wir hatten so eine offene Kita, wo die Gruppen miteinander oder untereinander spielen konnten. Und das wird Juna einfach fehlen, weil sie ist jemand, sie braucht eine Bezugsperson, an die sie sich ganz doll binden kann. Das bin aktuell ich, meine Oma und Miley. Und wenn das
alles dann gar nicht da ist, haben wir einfach Angst, dass sie komplett zusammenbricht. Sie ist auch jemand, sie redet nicht offen darüber oder weint nicht, aber sie frisst das so extrem in sich rein. Aber man sieht halt einfach, wenn sie Bilder malt, dann malt sie halt einfach noch mich, Henning, Miley, Juna. Und sie redet auch darüber und sie hat die ganze Trennung einfach noch nicht verarbeitet. Deswegen nehmen wir sie jetzt aus der Kita erstmal raus, schenken ihr unglaublich viel Liebe. Wie gesagt, die Bezugspersonen sind Oma und ich. Oma ist ja auch ganz, ganz oft hier. Und sie macht das auch ganz, ganz super. Sie nimmt sich ganz viel Zeit für Juna und Juna genießt es gerade in vollen Zügen. Genau, ist das erstmal für uns die richtige Entscheidung. So, meine Lieben. Wie gesagt, ich hätte jetzt echt gerne noch mehr Alltag gefilmt, aber heute war irgendwie so ein chaotischer Tag. Unter anderem auch das mit der Nachbarin und dem Jugendamt, was ich jetzt auch gleich direkt im Anschluss drehen werde, was ihr auch dann demnächst sehen werdet. Nehmt es mir nicht übel. Das ist jetzt mehr, glaube ich, ein Infovideo als ein Vlog geworden, aber ihr habt erstmal die wichtigste Frage beantwortet bekommen, wieso Juna erstmal nicht in die Kita geht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem sehr viel Spaß beim Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Eure Anne Winsche.